Heute geht's nach Island und ich verrate euch alles Wichtige rund um Unterkünfte, Mietwagen auf der Insel und damit herzlich willkommen bei MYD Travel. In diesem Video geht es um Islandreisen in der Hauptsaison, also von Juni bis August. Da Island nur eine begrenzte Anzahl an Übernachtungsmöglichkeiten hat, muss man sich da sehr früh drum kümmern. Dementsprechend habe ich 7 Monate im Voraus alle meine Unterkünfte gebucht und immer wieder mal in regelmäßigen Abständen alle paar Monate geschaut, wie sich die Preise und das Angebot verändert hat. Das Angebot ist natürlich kleiner geworden und die Preise teilweise deutlich teurer. Dementsprechend habe ich das Ganze jetzt ein bisschen aufgeteilt und die erste Frage, die ihr euch stellen solltet, macht ihr eine Rundreise oder wollt ihr an einem festen Ort bleiben? Denn wenn ihr an einem Ort bleiben wollt, spielt dieser eine wichtige Rolle beim Preis. Zum Beispiel ist Selfoss oder Hella deutlich günstiger als Vik im Süden. Reykjavik macht als Ausgangspunkt wenig Sinn, da die Wege beispielsweise in den Süden sehr lang sind. Die Hauptstadt empfiehlt sich eher für einen Tagesausflug. Bei einer Rundreise gibt es 3 verschiedene Möglichkeiten für Unterkünfte. Einmal Hotels, Ferienwohnungen oder einen Camper. Diese gibt es auch in verschiedenen Größen, vom kleinen Caddy bzw. Dacia Duster mit Dachzelt bis hin zum großen VW-Bus oder einem Pickup mit Aufbau. Die Preise starten dabei dann auch bei ca. 1000 Euro und gehen hoch bis 5000 Euro pro Woche. Wenn man ins Hochland fahren möchte, ist die günstigste Variante ein Dacia Duster mit Dachzelt. Es gibt zwar auch den Suzuki Jimny, allerdings wird der selten als Camper umgebaut angeboten. Dementsprechend für einen Duster mit Dachzelt zahlt man zwischen 1400 und 2000 Euro pro Woche. Wichtig dabei die ganzen Versicherungen bei allen Mietwegen. Es wird zwar überall Vollkasko angeboten, doch oftmals ist der Unterboden nicht mitversichert, weil Offroad fahren, da kann es schnell mal sein, dass man am Unterboden was aufreißt. Also Offroad im Sinne von nicht befestigte Straße in Island, weil Offroad fahren generell verboten ist. Dazu zählen dann aber auch bei den Versicherungen oftmals die Reifen, die nicht mit drin sind, oder auch Glas. Steinschläge auf Schotterpisten ist jetzt nichts Ungewöhnliches, dementsprechend ist das oftmals nicht mitversichert. Dazu schließen so gut wie alle Mietwagenfirmen Schäden, die durch Flussdurchfahrten entstehen, aus. Also im Hochland kommt man eigentlich fast nicht drum herum, durch den Fluss mal durchzufahren, weil die Strecken einfach so verlaufen. Dementsprechend kann es da richtig schnell teuer werden. Und das ist auch das große Problem, weil man muss so überlegen, was macht man? Auf der einen Seite hat man Camper, da fallen zwar weniger Unterkunftskosten an, allerdings ist Wildcampen in Island generell verboten. Man muss auf Campingplätze und da zahlt man ungefähr 20 Euro pro Person, je nachdem, was man braucht an Strom oder welche Möglichkeiten es von Sanitäranlagen gibt. Da wird der Camper dann aber doch relativ schnell teuer. Hingegen bei Hotels und Ferienwohnungen braucht ihr nur einen normalen Mietwagen in Anführungszeichen. Es gibt zwar Busverbindungen auf der Insel, aber da braucht man so viel Zeit für und da schafft man dann an einem Tag so wenig, dass es dann richtig teuer wird, weil man entweder gebuchte Touren buchen muss oder halt mehrere Nächte an der Unterkunft dranhängen muss, weil man nicht so viel schafft an einem Tag wie mit einem Mietwagen. Auf der anderen Seite Mietwagen. Was zahlt man denn dafür? Für Kleinstwagen starten die Preise bei ungefähr 800 Euro die Woche. Da hat man dann so eine Größe von einem Hyundai i10 oder Toyota Aygo. Und man muss sagen, für unbefestigte Straßen sind die nicht zu empfehlen. Da gibt es viele Schlaglöcher und vor allem unbefestigte Straßen sind nicht nur F-Straßen. Da dürfte man eh nur mit Allrad fahren, sondern auch viele andere Schotterpisten gibt es. Und da wird es echt schwierig mit so einem kleinen Auto. Dementsprechend wäre die nächste Größe, die ich empfehlen kann, einen Dacia Duster oder Suzuki Jimny. Die sind nicht als Camper umgebaut und daher auch ein bisschen günstiger. Da zahlt man dann ungefähr 1000 Euro die Woche. Es kann aber auch preislich hochgehen bis zu 5.000 oder 10.000 Euro die Woche für große Autos. Zum Beispiel für den Toyota Land Cruiser zahlt man 2000 Euro und aufwärts. Unterkünfte gibt es auf Island relativ wenige. Diese sind nicht wie in anderen Ländern überall verteilt, sondern es ballt sich immer an einigen Ortschaften. Im Hochland beispielsweise gibt es kaum nennenswerte Unterkünfte, sondern eher Campingplätze.
Im Norden und Osten ist Island insgesamt deutlich weniger besiedelt, daher gibt es dort auch weniger Unterkünfte. Die meisten findet man im Süden und Westen. Hotels gibt es ebenfalls verhältnismäßig wenige auf der Insel. Bei kleinen Hotels müsst ihr mit ungefähr 200 Euro für ein Doppelzimmer kalkulieren. Wenn ihr ein etwas günstigeres Guesthouse oder Hostel nehmt, seid ihr bei etwa 150 Euro pro Nacht, allerdings dann oftmals mit Gemeinschaftsbad. Bei einem 4-Sterne-Hotel starten die Preise bei ca. 300 Euro, da muss man allerdings Glück haben. Meistens geht das eher in die Richtung 400. Die Preise verändern sich auch nicht kurz vor der Anreise noch, weil sie wenig Buchungen haben, sondern die bleiben konstant auf dem Niveau und sind dementsprechend teuer. Dementsprechend komme ich zur letzten Option, nämlich die Ferienunterkünfte wie Wohnungen oder kleine Häuser. Diese sind meistens etwas abgelegener, aber dazu auch eine günstige preisliche Alternative. Wo die Hotels auf der ganzen Insel ungefähr gleich teuer sind, können Ferienwohnungen im Norden deutlich günstiger sein. Die Preise starten hier bei ca. 100 Euro. Für 150 bekommt man dann schon wirklich eine solide, gut ausgestattete Unterkunft. Doch man kann bei den Preisen hier für die Unterkünfte oder Ferienwohnungen oder Häuser auch wirklich extrem in die Höhe gehen, weil es gibt auch utopische Preise von 500 bis 1000 Euro pro Nacht. Und vor allem, wenn man Richtung Süden geht, von Vik bis Höfen in dieser Gegend, wird es extrem teuer. Da fangen die Preise bei ungefähr 250 Euro an und es wird dort wirklich schwer, eine gute, günstige Unterkunft zu finden. Denn man muss auch sagen, der Kostenfaktor mit dem Essen kommt natürlich auch noch dazu. Denn Essen in Pubs oder Restaurants ist relativ teuer und man kann jetzt nicht jeden Tag 50 bis 100 Euro für zwei Personen für ein Abendessen ausgeben. Das geht sehr schnell, wird das richtig teuer in der Reisekasse. Dementsprechend muss man überlegen, als Camper kann man natürlich viel kochen und muss notgedrungen im Freien kochen. Dazu gibt es aber manchmal auch kleine Gemeinschaftsräume an den Campingplätzen. Allerdings muss man sagen, bei einem Ferienhaus ist es nicht schwer, für einen ähnlichen bis gleichen Preis eine Unterkunft auch mit einer voll ausgestatteten Küche zu bekommen. Und das wäre dann auch definitiv meine Empfehlung. Denn Lebensmittel kann man auf Island gut einkaufen. Da gibt es auch verschiedene Supermarktketten, werde ich aber noch mal ein extra Video zu machen. Allerdings ist es deutlich teurer als im Rest von Europa. Wir sind von den Lebensmittelpreisen im Schnitt von allen, wenn man nimmt, ungefähr doppelt so teuer als in Deutschland. Grundnahrungsmittel wie zum Beispiel Nudeln oder Pizzateig sind marginal teurer als in Deutschland. Dementsprechend am Ende ist die günstigste Variante eine Ferienunterkunft, bei einer Rundreise immer wieder verschiedene, von denen man dann auch sternförmig wegfährt sozusagen, weil oftmals ist es günstiger, länger an einem Ort zu bleiben bei einer Unterkunft. Und dazu dann auch noch selber zu kochen, weil eben auf Island das Essen gehen relativ groß ins Geld geht. Jetzt bleibt allerdings noch die Frage, wo bucht man das Ganze? Viele der Unterkünfte sind leider nur über Airbnb buchbar, vor allem wenn man jetzt die Ferienunterkünfte sich anschaut. Da sind deutlich weniger vertreten auf den Seiten von Booking.com oder zum Beispiel Expedia. Dadurch muss man sagen, wird es auch relativ teuer, weil das eben wie so eine Monopolstellung ist und vor allem die Bedingungen für den Gast sind bei Airbnb deutlich schlechter als bei den anderen Anbietern. Erstes Beispiel wären die Stornierungsmöglichkeiten. Wenn man über ein halbes Jahr im Voraus bucht, möchte man natürlich schon ein bisschen flexibel sein, weil es kann sich auch persönlich sehr, sehr viel ändern. Und dann hat man oftmals bei Airbnb nur die Möglichkeit, zwei Tage nach der Buchung zu stornieren. Und sonst muss man den ganzen Betrag bezahlen bei diesen hohen Unterkunftskosten. Das ist nicht wirklich kundenfreundlich. Und wir hatten persönlich auch das Problem mit einigen Unterkünften, die wirklich deutliche Mängel hatten und auch teilweise horrende Preise dafür verlangt wurden, für die Unterkünfte, das Ganze bei Airbnb geltend zu machen. Weil man meldet sich dort, dann wird der Gastgeber kontaktiert, dann soll man auch Beweise liefern mit Fotos und sowas, dann widerspricht der Gastgeber und der muss vor allem auch jeder Teilerstattung zustimmen. Also der Gastgeber hat sozusagen die Macht über alles. Und Airbnb kann da nicht drüber stehen. Und das ist ein großes Problem. Anderes Beispiel, Booking.com gab es das auch schon immer wieder mal, dass mal einige Unterkünfte ein paar Mängel hatten. Und man bekommt eine Teilrückerstattung relativ schnell, weil Booking.com halt auf einen Teil ihrer Provision verzichtet. Aber da ist dann erstmal der
Vermieter raus oder der Gastgeber. Bei Airbnb war es so, dass nach über einer Woche hin und her Kontakt und dies und das, die maximal eine Erstattung von 14,90 Euro, das sind 10% der ersten Nacht, erstatten wollten. Bei einer Buchung, die über 700 Euro gekostet hat. Und das bei einigen Mängeln, also keine hochwertige Unterkunft am Ende. Die Bilder waren da alle etwas ja, schöner als das Ganze, als die ganze Unterkunft, weil man möchte zum Beispiel halt auch nicht, was den Punkto Sauberkeit angeht oder auch zum Beispiel Küchenutensilien, wo Pfannen fast auseinanderfallen und man musste Angst haben, dass da irgendwas passiert. Dementsprechend war der Airbnb nicht wirklich gut, was den Support anging und sich da so lange mit dem Kundenservice herumzuschlagen, ist einfach nicht gut. Dementsprechend muss man aber auch insgesamt sagen, sind die Preise der Unterkünfte sehr hoch. Aber das Niveau, also die Qualität der Unterkünfte auf Island, was jetzt Ferienwohnungen und Ferienhäuser angeht, ist deutlich niedriger als was ich beispielsweise in Südeuropa erlebt habe. Und da ist ja deutlich mal noch Nachbesserungsbedarf, weil für so einen Preis so schlechte Qualität teilweise anzubieten, ist echt nicht gut. Dazu kommt leider auch noch das große Problem mit den Bewertungen bei Airbnb, denn negative Punkte werden dort kaum angesprochen. Es wird immer nur alles toll geredet, wie schön es war. Und da werden gravierende Mängel einfach nicht reingeschrieben, weil irgendwie die Community so anders drauf ist. So kommt es einem vor. Weil bei Booking.com hingegen hat man wirklich auch negative Stimmen und die schreiben, was einem nicht so gefallen hat. Das kann subjektiv und objektiv sein, ist ja total egal. Aber wenn von 100 Bewertungen auch 100 alle so super toll sind, dann macht man sich erstmal so Gedanken, wenn man dann dort ist, was haben die Leute für eine Wohnung gehabt? Also was für Ansprüche haben die vor allem auch teilweise für das, was sie an Geld bezahlen? Dementsprechend sind auf Airbnb die Bewertungen nicht wirklich authentisch und das ist echt ein großes Problem. Dementsprechend kann ich am Ende nur sagen, versucht Airbnb leider wirklich zu meiden, geht auf andere Plattformen, wo ihr auch bessere Stornierungsbedingungen habt. Das ist für mich immer so ein ganz wichtiger Faktor und vor allem der Indikator mit den mäßigen, nachvollziehbaren Bewertungen bei Airbnb. Das war jetzt nicht nur einmal, das ist mindestens über die Jahre hinweg, ist mir das aufgefallen bei mindestens 10, 20 Unterkünften. Das ist einfach nicht wirklich ja, nachvollziehbar gewesen. Dementsprechend schreibt mir mal eure Erfahrungen zu Airbnb oder zu Island allgemein in die Kommentare. Wenn ihr Fragen habt, könnt ihr die auch gerne stellen. Es werden weitere Videos zu Island kommen. Dementsprechend ist das jetzt aber erstmal ein Informationsvideo gewesen. Und das ist so früh auch wichtig, weil man eben sehr früh buchen muss. Dementsprechend, das war's soweit. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hinterlasst gerne eine Bewertung. Wir sehen uns bei der nächsten Folge. Bis dahin, ciao.